Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es ist Nacht in Scarlet und wir werden, glaube ich, hier nochmal uns ausschlafen, uns erholen, bevor wir dann am nächsten Tag vielleicht zusammen mit unserem neuen Freund Ulrich, wenn er denn wirklich ein Freund ist, was auch noch ein bisschen unklar ist, diesen Mineneingang suchen, der Scarletzer Minen, wo angeblich diese Werkstatt sein soll. Aber bevor wir das machen, will ich doch nochmal versuchen, den Schmied zu beobachten. Eigentlich haben wir ja schon alle Informationen, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwas Interessantes raus. Deswegen, ich denke, ein bisschen... Na, wo reiten wir jetzt am besten lang? Von hinten vielleicht ran. So, dann wollen wir schauen, ob wir irgendwas sehen. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, jetzt nicht so unendlich unauffällig verhalten. Auf jeden Fall. Heinrich, schön, dass du da bist. Brennt noch Licht in der Schmiede, wie es aussieht? Ist der Schmied denn noch am Arbeiten? Nee, im Moment ist er nicht hier. Wir untersuchen mal hier ein bisschen was. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Es ist 22 Uhr. Also wenn er jetzt noch arbeitet, wäre das schon ziemlich auffällig. Hier sind nur die Kühe und Hühner des Schmiedes. Ist hier irgendwas Merkwürdiges? So ein Werkzeug. Hier haben wir noch eine Truhe, aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, wenn er was zu verbergen hätte, würde er das nicht in diese Truhe dort legen. Nee. Also im Moment sieht's nicht kriminell aus, was hier passiert. Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal ein Stündchen hier noch in die Ecke und schauen nochmal, ob in 2 Stunden was passiert. Und dann gehen wir auch schlafen. Vielleicht, ja, bis kurz nach 0 Uhr. So viel Zeit muss sein. Noch immer glüht das Feuer dort. Oh, es brennt sogar richtig. Das ist natürlich ein bisschen quatschig, nur dass das Feuer da immer zu brennt, ohne dass jemand nachheizt und Luft zuführt. Aber okay. Es ist auf jeden Fall kein Schmied zu sehen. Insofern wollen wir uns da auch nicht zu sehr drin vertiefen. Wie gesagt, wir haben ja die wesentlichen Erkenntnisse haben wir ja bekommen. Insofern legen wir uns jetzt zur Ruhe, würde ich sagen. So, und es war sehr weise von uns, dass wir uns hier eine Kammer gemietet haben, weil die haben wir jetzt wirklich schon oft benötigt. So, wir haben jetzt... Wollen wir noch vorm Einschlafen einen Happen essen? Machen wir das dann... Nee, in den Topf geben? Wir können hier gar nichts essen. Haben wir heute offenbar schon. Gut, wie auch immer, dann legen wir uns schlafen. Ich glaube, lesen brauchen wir heute nichts. Wir haben nämlich alles ausgelesen an Büchern, was wir noch so haben. Wir legen mal die Fackel weg und... Nein, nicht das Schwert ziehen, sondern nur die Fackel weglegen. Und dann schlafen wir mal. So, wir sollten auf jeden Fall volle Energie haben. Ich denke, bis um 7, das können wir uns erlauben. Und dann fragen wir Ulrich, ob er mit uns mitkommt, uns hilft bei dieser Suche und vor allem... bei dem möglichen Kampf. Und das bedeutet, wir müssen uns wieder umziehen, denn es könnte zu Konflikten führen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit wird das Ganze konfliktreich ablaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit
mit Redekunst irgendwas erreichen kann. Ach so, was ich noch ganz vergessen hätte, wir sollten vielleicht doch mit unserem, mit dem Meister Freifahr oder so sprechen. Das haben wir jetzt versäumt. Aber ich finde, wir können auch jetzt direkt mal Taten sprechen lassen. Wir müssen nicht alles erfragen dort. Wir können das auch mal auf eigene Faust unternehmen. Der Ritter scheint noch nicht wach zu sein. Warte mal, wo wird er uns hier angezeigt? Tatsächlich, der pennt bestimmt noch. Der hat hier wahrscheinlich auch eine Kammer gemietet. Oder der sitzt nicht so gerne im Regen. Das könnte auch ein Grund sein. Wir ziehen uns erstmal um und dann sehen wir weiter. So, das legen wir alles an. Pfeil und so weiter auch. Wir haben Pfeil und Bogen. Gut, dann das Übliche. Nee. Die kumanischen Armschienen wurden übrigens in den Kommentaren mal kritisiert, dass die irgendwie hässlich aussehen. Wobei sie mir jetzt nicht als übermäßig hässlich auffallen. Gibt eigentlich auch keine Texturprobleme. Na, mal sehen. So, die edlen Stiefel, die verzierten Beinlinge und die Sporen sollen angelegt werden. Okay, dann sind wir erstmal ausgerüstet. Tja, sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich würde mal sagen, wir warten noch mal eine Stunde den Regen ab, dann frühstücken wir und dann geht's los. Unser Perk verhindert übrigens auch sehr erstaunlich, dass wir hungrig werden. Wir haben jetzt die ganze Nacht geschlafen und hier ist nichts, hat sich nichts verändert. Möglicherweise ist er einfach nicht draußen, weil es regnet. Das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Wir können immer noch nicht essen. Ich bin enttäuscht. Ist der denn jetzt oben oder unten? Was ist hier los, Leute? Wo finden wir den? Das ist ein privater Bereich. Ja, wäre auch ein bisschen verwunderlich, wenn er sich da aufhalten würde. Gott sei mit dir, Heinrich. Der schläft noch. Kann das sein? Der hat wahrscheinlich den letzten Abend irgendwie zu lang... Bist du das? Da ist Ulrich. Was machst du? Wo gehst du hin? Sattelst du schon dein Pferd? Weißt du schon, wo es hingeht? Hm. Bisschen merkwürdig ist das. Na, wir sprechen ihn mal an. Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeiffer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Der Eingang ist auf der Ostseite eines Hügels. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Daher hole ich lieber Verstärkung. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Okay. Ja, nun bin ich ja mal gespannt, was das wird. Wo ist er? Oh, er zieht direkt mal sein Schwert und rennt vor. Ich dachte, wir machen das hier ein bisschen auf die feinfühlige Art und Weise. Kann das sein, dass er auch ein Kurzschwert dabei hat? Oh, er wird uns, glaube ich, richtig gut helfen können. Also ich hätte jetzt erwartet, dass er uns mal nachläuft oder so, aber da hinten ist schon das Lager, man sieht es. Er weiß genau, wo es lang geht. Ist das verdächtig? Meine Gebete wurden erhöht. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Wo sind alle? Hey, wir alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Ob es irgendwie auch eine feindfühlige Methode gibt. Komm her, du Kümmerling. Alarm! Weiche Knie bekommen, was? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, den zu fragen. Ich hätte das vielleicht doch lieber besser gemacht. Wir müssen irgendwie beieinander bleiben, habe ich das Gefühl. Ja, komm, Ulrich. Was nennst du kämpfen? Gut, dass wir unser... Sehr schön. Unser Schild dabei haben. Gerade gegen die Bogenschützen. Das ist natürlich... Hast du dein letztes Gebet? Ja. Sehr schön.
wie wir das gemeinsam hier hinkriegen. Mehr hast du nicht drauf? Ich hätte mir vorher mal einen Trank reinwerfen sollen. Was für eine Hektik hier. Ein bisschen unübersichtlich das Ganze. Ich hoffe, der Arme überlebt es. Muss nicht von hinten getroffen werden. Wir separieren uns mal ein bisschen. Oh, die Ausdauer. Sehr gut. Ja, so gehört sich das. Ah, verdammt. Gott verdammt! Macht Ulrich den Rest fertig, oder? Du gewinnst. Ich gebe auf. Okay. Ich will dich trotzdem noch fertig machen. Ach, da ist noch einer. Okay. Was ist mit Ulrich? Haben sie den erledigt? Verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Ich schlachte dich. Da ist auch noch ein Bogenschütze. Aber. Jetzt sind alle auf uns. Das geht nicht. Dafür bezahlst du mit dem Leben. Ulrich, hast du mich verlassen? Alle Doppeltelle. Das wird eine Freude. Der ist schwach. Scheißschreck. Ja, scheiße. Was ist los? Komm schon! Ja, komm schon, Ulrich. Was machst du? Ich habe jetzt vier alleine. Bist du echt an... Oh, nicht, dass sie ihn erledigt haben. Das ist keine lange Freundschaft. Wie lange halten wir das durch, vor allem? Trau dich doch! Okay, es ist alles ein bisschen Chaos. Kann ich den vielleicht zuerst erledigen? Verdammt, ich wurde von hinten erwischt. War keine gute Idee. Das nennst du kämpfen? Ich hätte lieber Abstand halten sollen. Irgendwo ist noch einer hinter mir. Ich schlacht. Was ist mit meinem... Ich habe mein Schwert aus Versehen weggesteckt gehabt. Oh, Leute. Ich weiß nicht, gegen wie viele Leute wir hier kämpfen müssen. Es ist ganz schön hart. Was ist los? Herrgott! Wer ist da? Mirka! Jetzt kommt noch einer zurück, oder was ist das? Trau dich doch! Also das nächste Mal... Also die Entscheidung für Ulrich war offenbar ganz eindeutig eine für den ganz harten Weg. Vermutlich gibt es noch eine andere. Hast du dich drauf? Das ist eigentlich gar nicht so Heinrichs Machart. So, den haben wir jetzt gleich. Wir müssen uns mal hier ein bisschen konzentrieren. Fokussieren. Ja. Nee. Verdammte Scheiße. Komm her, du Weichheit. Kommt, der links. Der den jetzt erstmal rausnehmen. Okay, den haben wir doch jetzt, oder? Noch nicht. Das nennst du Kämpf. Aber wir haben noch keinen richtigen Schaden bekommen, ey. Herrgott! Aber jetzt vielleicht... Nein! Ja, tatsächlich. Aber es hielt sich in Grenzen, Leute. Boah, Leute, wir haben den doch gleich. Was? Hast Schiss, ja, endlich. Oder? Okay, jetzt wird's übersichtlich. Du bist wohl der härteste von denen hier, oder? Ha! Was? Oh, habt ihr das gesehen? Krass. So, jetzt nur noch dieser Bogenschütze. Dann haben wir's endlich. Du kannst wohl auch nicht schießen, oder? So, jetzt habe ich Schnauze voll hier. Und da hinten laufen sie noch weg. Was ist das? Ist auch einer von denen? Fertig mit dir.
So. Wo ist Ulrich? Mann, Mann, Mann. Totaler Blutrausch. Okay, zurück zum Lager jetzt erstmal. Was ist mit unserem Gefährten? Haben sie ihn entwischt? Erwischt. Ulrich? Nein! Ihn hat's echt erwischt. Ich fasse es nicht. Wir konnten es nicht verhindern. Es war auch irgendwie eine Schnapsidee, hier reinzulaufen. Oh mein Gott, Leute. Hier ist der Minenschacht. Puh. Okay, ich würde mal sagen, wir durchsuchen erstmal alle und gehen dann vorsichtig in den Schacht rein. Was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe hier? Gut, wir haben die Werkstatt gefunden, das ist alles. Gut, plündern wir erstmal alles. Ich nehme mal wirklich diesmal nur ganz, ganz wertvolle Sachen mit. Hier zum Beispiel gar nichts. Hier ist eine Truhe. Was haben wir hier drin? Ein Bürgerschwert. Das ist alles nichts wert. Okay. Gehen wir mal systematisch voran, Leute. Bloß nichts auslassen. Ein paar Groschen hatte der bei sich. Ja, einen hübschen Bogen und das Bürgerschwert, aber das lassen wir alles hier. Wobei die Schwerter, die lassen sich, glaube ich, ganz gut verkaufen. Die nehmen wir mal mit. Wir müssen bloß dann immer aufpassen. Falls jetzt noch jemand zurückkommt, sind wir überladen. Das ist halt der Mist daran. Was ist hier für ein verbesserter Jagdfall? Brauchen wir nicht. So. Ulrich? Oh mein Gott. Sein ganzes Zeug, Leute. Magdeburger Schulterplatten. Ob er böse ist, wenn wir ihm das wegnehmen? Ich glaube, das nehmen wir. Das ist mir zu schwer. Die edle Kettenhaube nehmen wir noch. Oh Mann. Wir haben noch Schlüssel. Die können wir vielleicht noch gebrauchen. So, jetzt müssen wir... Ach, das tut mir aber echt leid. Also Heinrich tut es diesmal mal echt leid um den. Aber irgendwie war der zu forsch in die Sache gegangen. Das hat ihn mal wieder bestätigt, dass andere Wege die besseren sind. So, in die Satteltasche damit. Und die ganzen Rüstungen, die wir dazu bekommen haben, auch erstmal gut verstauen. Der Nürnberger Kürass. Vielleicht sind ein paar Sachen sogar besser als unsere. Ja, ich glaube hier... Die Magdeburger Schulterplatten sind besser als die kumanischen Armschienen. Insofern ist das schon entschieden. Die legen wir jetzt sogar direkt an. Hervorragend. So, was haben wir hier noch? Mailänder Plattenbeinlinge. Die scheinen mir auch besser zu sein als die Aachener. Haben auch ein höheres Charisma. Auch wenn die angeschlagen sind, wir legen sie dann ebenso an jetzt. Gut, damit sind wir erstmal wieder im Gewichtsbereich. So. Können wir eigentlich was zu essen gebrauchen? Wir sind bei 58, dann werden wir erstmal hier das Süppchen zu uns nehmen. Und dann nur noch die anderen plündern. Und dann werden wir in die Mine reingehen. Oh, da kommt noch jemand. Ah, gut, dass wir gerade... So, mein Freund, auch du, dich würdest noch erwischen. Jawohl, kurzer Prozess. Achso, wir müssen erst noch töten. Ja, hier überlebt keiner. Gut, man hätte vielleicht noch mit den Leuten reden können. Also der Blutrausch, der hat offenbar auch Heinrichs... Kopf ein bisschen vernebelt. Vielleicht hätte einer ja noch was erzählt. Kettenbeinlinge. Okay, Schwert des Jägermeisters ist sogar dabei. Sieht fast so aus, als wären wir das, der hier liegt. Aber das sind wir nicht. So, ich habe jetzt nicht mehr gezählt, wie viel Heinrich jetzt hier getötet hat, aber es waren... Es war ganz schön eine Menge.
1000 sind die Kettenbeinlinge wert. Wahnsinn. Ne, die sind mir zu schwer. Die nehme ich mit. So, haben wir hier noch was Interessantes? Ne, nur die Kettenhaube. Okay. Dann packen wir schnell noch weg, was wir doppelt haben. Das Ding und irgendwas bei der Rüstung. War, glaube ich, jetzt einiges noch dabei. Ja, die Kettenbeindinge, genau. Und die. Und dann sind wir, glaube ich, wieder so, wie wir sein wollen. Gut, Leute, dann schauen wir auf jeden Fall da nochmal rein. In die eigentliche Werkstatt. Möglicherweise befinden sich da auch noch Leute. Wer weiß das schon. Tja, Ulrich. Ohne dich hätte ich das wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. In diesem Zusammenhang möchte ich mal auf ein Video hinweisen, wo ein Spieler, der sich extrem gut auskennt, vermutlich weil er selber Bergmann ist, mit diesen alten Bergbaumethoden, der hat ein sehr schönes Video gemacht über Kingdom Come Deliverance. Ich hoffe, ich finde es noch. Wenn ich es finde, packe ich den Link in die Videobeschreibung. Wenn er da nicht drin ist, dann erinnert mich mal in den Kommentaren daran. Das war wirklich hochinteressant zuzuhören. So, jetzt höre ich hier Stimmen. Fackeln brennen auf jeden Fall rechts oder links. Ich guck mal einmal auf die Karte, wir sehen nichts. Oh, was ist denn das hier? Finde die Werkstatt der Münzfälscher. Hoho, schaut euch mal das Gebiet an. Oh mein Gott, müssen wir jetzt echt hier ein Labyrinth durchforsten? Wir machen mal den alten Dungeon-Crawler-Trick. Wir gehen erstmal einmal rechts. Ich höre Stimmen. Okay, die Stimmen werden lauter. Legt euch ins Zeug, keine Zeit zu verlieren. 55, 6, 7, 8, 9, 60. Ich sehe aber kein Licht. Was willst du denn hier? Und wer bist du? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Ratzig Kobilla, des Königs Hauptmann. Verstehe. Ich bin hier, um dich zu verhaften. Oh, was du nicht sagst. Und doch kommst du allein? Ha! Sehr mutig von dir, Bürschchen. Okay. wartet mal. Verhafte Jeschek von Ronau. Ach, das ist er. Ja, also mir kommt es immer mehr vor, als wäre diese Einzelaktion ziemlich bescheuert gewesen. Wir haben uns da so ein bisschen reingerissen, weil Ulrich als Gefährte uns so verlockend erschien. Was machen wir denn jetzt? Ich bin allein bis hier gekommen. Ich brauche auch fürs letzte Stück keine Hilfe. Siehst fähig aus. Einen wie dich könnte ich gebrauchen. Ein interessantes Angebot, aber ich lehne ab, wenn du erlaubst. Wer hat mich eigentlich verraten? Was spielt das noch für eine Rolle? Glaubst du, ich bekomme nicht die Chance, es ihnen heimzuzahlen?
Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich wie ein Lämpchen zur Schlachtbank mitkomme. Okay, Drohnen wird nicht funktionieren. Und wo genau willst du hin? Irgendwohin. Überall wäre es besser als in Kobelas Kerker. Wirklich? Also nach Meeren kannst du nicht. Der Markgraf ist hinter dir her. Und Böhmen? Die Könige mögen sich ändern, aber die Münzen bleiben, mein Freund. Was meinst du damit? Wer auch immer König wird, kann nicht zulassen, dass jemand Geld fälscht. Denkst du, ich mach das allein? Nein. Aber wenn im Land wieder Ruhe einkehrt und die Verschwörung gänzlich aufgeklärt ist, werden sie dich nur allzu gern zum Sündenbock erklären. Fälschern wird keine Gnade zuteilen. Wie auch immer. Kobilla würde mich so oder so am höchsten Baum aufknüpfen. Kann sein. Aber du bist ein schlauer Fuchs und ich bin mir sicher, dass du ihm etwas anzubieten hast. Es liegt an dir. Entweder ergibst du dich und setzt auf einen Handel mit ihm, oder du bist den Rest deines Lebens auf der Flucht. Ein Handel mit Razzig? Man sagt, er sei ein kluger Mann. Wenn du dich fügst, hast du eine Chance. Also gut. Ich begebe mich geradewegs in die Höhle des Löwen. Gehen wir. Meister Pfeffer brennt sicher viele Fragen auf der Zunge. Okay, das ist doch ganz gut gelungen. So, da haben wir ihn. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Razzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er hier etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Hatay. Okay, Leute. Und niemand spricht über den armen Ulrich, den Star erwischt hat, weil er uns helfen wollte und ziemlich ungestüm vorangegangen ist. Aber trifft Heinrich irgendeine Form von Schuld? Er hätte den älteren, erfahrenen Ritter vielleicht zurückhalten sollen. Er hätte vielleicht besser an seiner Seite kämpfen sollen. Aber erinnert ihr euch an dieses Handgemenge? Da waren 4, 5 Leute auf uns zugerannt. Es war schwer, die Übersicht zu behalten. Wie hätten wir da Ulrich noch verteidigen können? Ich meine, der erste erfahrene Ritter, er muss schon irgendwie ein bisschen selbst auf sich aufpassen. Also ich würde sagen, nach ein bisschen Nachdenken kommt Heinrich zu dem Schluss, dass ihn keine Schuld trifft. Und damit schüttelt er das Kapitel Ulrich von sich ab. Und wir machen an dieser Stelle einmal Schluss und haben, ja, glaube ich, jetzt wieder einen wichtigen Markstein geschafft. Und offenbar, schaut mal, Zach ist immer noch als verdächtig markiert. Wir können vielleicht nochmal zu Zach gehen. Vielleicht kriegen wir ja doch noch was aus dem raus nach den ganzen Ereignissen. Auf jeden Fall heißt es dann zurück nach Hatay. Ich muss mal gucken, ob es irgendwas gibt, was wir hier noch erledigen wollten. Aber ansonsten, schaut mal, wir haben immer noch die Fackel an. Gut, aber ansonsten ist dann das große Ziel Hatay. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinball.